Guten Morgen. Heute mache ich eine Radtour von Röbel Richtung Rechlin. Wieder entlang der Müritzseen oder dem Müritzsee. Das Wetter sieht relativ vielversprechend aus. Es ist stark bewölkt, aber immer mal wieder schön sonnig. Und es soll erst im Laufe des Nachmittags Regen kommen. Das hat sich bisher immer bewahrheitet. Also nachmittags war ordentlich Regen immer. Ja, hier sieht man das vielleicht auch noch mal schön. Es sind schon ordentliche Schauer immer. Aber das hält mich nicht davon ab, zumindest morgens vernünftig eine Runde zu drehen oder vormittags. Und wenn ihr Lust habt, bleibt dran und schaut es euch an. Ich muss ja sagen, dass Röbel sich hier als optimaler Ausgangspunkt für Radtouren anbietet, aus meiner Sicht. Erstmal gibt es hier kostenlose Parkplätze. Und mit den Wohnmobilen darf man sogar ab 18 Uhr auch kostenlos stehen, auf offiziellen Parkplätzen für Wohnmobile. Beim Hafenmeister gibt es top saubere Toiletten, kostenlos. Und bei den Radtouren ist es so, dass man hier startet und ich sag mal bis maximal 70 Kilometer inklusive Hin- und Rückweg so ziemlich alles abfahren kann, was sich hier so in der Region anbietet, und das ist schon einiges. Ja, das erste Stück des Radwegs schlängelt sich hier so an Kleingärtenanlagen vorbei, die teilweise sehr interessant sind. Und auf der anderen Seite sieht man dann Müritzsee und das weite Land. Ich habe ja hier immer gerätselt, was das für große Vögel sind, und habe schon mal rumgesponnen, dass das aussieht wie Straußen von der Autobahn aus. Und jetzt habe ich sie vorhin neben mir im Gebüsch gehabt. Das sind Kraniche. Aber ich habe noch nie so große Kraniche gesehen. Ich habe extra mal bei Google nachgeguckt, aber das sind definitiv Kraniche. Wahnsinn. So riesig. Also dieser offizielle Seeradweg rund um den Müritzsee ist wunderschön. Man sieht hier jetzt schon die ganze Zeit schöne Kirchtürme, Teile von Windmühlen. Ja, jetzt bin ich wieder auf Höhe Röbel, gegenüber von dieser schönen Kirche. Super abwechslungsreich. Jetzt geht es mal wieder durch den Wald und man ist doch immer beim Wasser. Herrlich. Bin jetzt hier im Naturschutzgebiet Großer Schwerin mit Steinhorn angekommen. Befahren und betreten auf eigene Gefahr, aber nicht verboten. Und das ist ja so das Wesentliche. Jetzt ist hier so eine Aussichtsplattform, wo man hochgehen kann. Und dann, oh, klasse, diese Aussicht genießen darf. Es sind so ungefähr 23 Grad. Und da kann man das echt genießen. Auch der Wind ist so jetzt nicht kalt oder sowas. Und man ist ja hier auch in den Feldern relativ geschützt. Unterwegs gibt es auch immer so kleine Picknickplätze, nenne ich es mal. Mal besser, mal weniger gut, aber nicht schlecht. Also hier die Gemeinde Ludolf ist ein ganz schönes Fleckchen. Das Kopfsteinpflaster wieder. Mal eben kurz auf die Nebenspur. So, was ich sagen wollte, ist, dass hier noch so eine schöne kleine Kirche wieder kommt. In diesem roten Backstein hat das hier irgendwie was. Hier kommt so ein kleiner, schön gelegener Friedhof, ein bisschen außerhalb mit einer Kapelle. Das ist doch so schön, wenn man hier so eine Buckelpiste fährt, durch so eine alte Alleestraße, sofern man das noch Straße nennen darf. Sieht man am Ende schon wieder das Blau vom Wasser. Ich weiche mal gerade kurz ein bisschen von der Route ab, weil ich mir hier diesen Campingplatz direkt am Wasser doch mal anschauen möchte. Das wirkt irgendwie so einladend. Zumindest mal gucken. Echt schön.
riesen Strand dabei. Ja, das heißt riesig, aber schon groß. Klasse. Wie heißt denn das Ganze hier? Ja, schaut selber. Wasserwanderersplatz Ludorf. Ich kämpfe wieder gegen das gleiche Problem wie immer. Ich komme aus der Richtung nach dort und Gegenwind. Jetzt habe ich gewechselt, völlig entgegengesetzt. Und was ist? Gegenwind. Irgendwie passt das doch nicht. Oder fährt man so schnell, dass man so viel Gegenwind hat? Ich kann es oft nicht begreifen. Aber da klagen ja viele Radfahrer drüber, wenn ich das mal so in anderen Videos sehe. Ich glaube, ich bin jetzt gerade in Vipero und da ist auch wieder so eine schöne kleine Kapelle. Und hier ist auch das Seehotel. Scheint auch so eine alte Gutsanlage zu sein oder ist einfach neu auf alt gebaut. Kann ich schlecht einschätzen. Auf jeden Fall geht es hier schon wieder raus aus dem Ort. Es ist echt, wenn man nicht bremst, selbst mit dem Fahrrad ist man durch. Hier geht es jetzt durch den Wald, wo rechts und links hauptsächlich Schilf steht. Und das ist ja Tropenklima auf einmal gefühlt. So schwül warm. Irre. Und hier mal eine andere Kirche. So aus Naturstein, Findlingen oder was gebaut. Ich zeige dir gleich von der anderen Seite wahrscheinlich nochmal besser. Aber ist mal was völlig anderes als diese roten Klinker, die sonst hier sind. Hier nochmal die Fronteinsicht der Kirche in Gemeinde Vipero. Jetzt mit dem Schiefer finde ich von vorne nicht ganz so schön. Ich bin jetzt hier auf diesem Müritz-Seeradweg auf Höhe des Segelvereins Rechlin angekommen. Und die haben noch hier auch ein schönes Fleckchen. Auch schöne Stellplätze, muss man sagen. Und direkt neben dem Segelverein ist hier so ein offener Strand mit Seebrücke. Das ist ja klasse. Und kostenlose Parkplätze gab es vorhin da vorne auch schon. Na, wer weiß, wer weiß. So, mein Tagesziel Rechlin habe ich erreicht. Das war's mit diesem Video erstmal wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiter wird's gehen dann nachher von Rechlin aus, was ich jetzt gleich weiterfahren werde. Aber ihr werdet das Ganze dann im nächsten Video sehen, weil die Videos sonst, glaube ich, einfach zu lang werden. Macht's gut, euer Markus.